Es geht darum, ob die Wiener Stadtpartei hinter ihrem Bürgermeister und der Stadtregierung stehe, die vergangenen Monate beleidigt und beschimpft wurde, und zwar von den Grünen und den anderen Heiseln da draußen. Diese Aussage wurde getätigt am Samstag und wo? Am SPÖ-Parteitag. Die letzte Frage noch von wem, und zwar von Ernst Nefriwi. Er ist der Donaustädter Bezirkschef und hat somit für einen Riesenskandal gesorgt. Zum Beispiel die Scientists for Future Österreich, eine bekannte Forscherinitiative, die hat sich erbost gezeigt, die hat in einer Mitteilung auch gemeint, dass sie regelrecht sprachlos seien über diesen Wortgebrauch, aber auch darum, dass sie keinen Respekt für ihre wissenschaftlichen Arbeiten kriegen, denn die befassen sich auch schon sehr lange, eben wie es ihr Name auch schon sagt, wissenschaftlich mit dem inzwischen sehr leidigen Thema Lobau, Lobautunnel und Lobaustraße. Was vielleicht noch brisanter ist, ist, dass Nefriwi auch seine eigene Partei damit angegriffen hat, denn auch innerhalb der SPÖ gibt es da keinen klaren Konsens für oder gegen eben diese Lobaustraße und den Lobautunnel. Denn es gab nämlich auch eine Demonstration natürlich außerhalb, aber auch innerhalb gibt es einiges an Kritik, beziehungsweise hat es gegeben, sogar einen eigenen Antrag, der hat geheißen Zukunftsperspektive statt Tunnelblick und stammt von der Bezirksgruppe Alsergrund, aber auch von der jungen Generation innerhalb der SPÖ. Dieser Antrag, der hat eben klar zur Agenda stehen, dass dieser Stadttunnel und dass auch diese Stadtautobahn, wie es dort bezeichnet wird, nicht gebaut wird. Ein anderes Beispiel, das veranschaulicht, wie gespalten in dieser Frage auch die SPÖ ist, ist, dass es auch einen Antrag gibt, der hat geheißen Realisierung der Stadtstraße als Gemeindestraße. Es gab auch enorm viele Debatten direkt bei diesem Parteitag, aber dass eben der Donaustädter Bezirkschef so ganz offensiv auch die eigene Partei, eben die Bezirksgruppe Alsergrund und auch eben die junge Generation angreift, hat auch schon sehr überrascht. Auf jeden Fall wird dieses brisante Thema in die nächste Runde gehen und es wird spannend zu sehen sein, ob sich Nefriwi jetzt auch dafür entschuldigt und wie diese ganze Causa Lobau, die inzwischen wirklich schon ein leidiges Thema ist, wie die konkret weitergeht.